Ich möchte meine Me-Time wieder mehr priorisieren und mein Leben mehr romantisieren. Und deswegen habe ich einmal die Woche ein Date mit mir selbst. Und in dieser Woche mache ich das erste Mal ein Exit-Escape-Puzzle. Ich kann nicht gut puzzeln, ich puzzle nicht oft, ich bin nicht gut in solchen Escape-Spielen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber das hier ist heute meine Challenge. Ich hatte wirklich noch nie vorher eins von diesen Escape-Puzzeln. Es gibt, glaube ich, vier, die zusammengehören und auch nur dann macht die ganze Geschichte Sinn. Es gibt nämlich hier in dem Deckel einen QR-Code, den man scannen muss. Und da bekommt man eine Geschichte zu dem Puzzle und Hinweise zu den Aufgaben bzw. Rätseln, die man lösen muss. Das ist nämlich die Serie Das geisterhafte Gutshaus. Ich habe das mit den Rätseln einfach sein gelassen. Ich habe das null gerafft. Ich habe das null verstanden. Wie gesagt, ich bin auch eigentlich nicht der Typ für diese Exit-Escape-Spiele. Ich schaffe gerade mal so die Kinderversion. Dafür hat mir das Puzzeln wahnsinnig viel Freude bereitet. Das war so ein kleines Motiv, das war schnell gemacht. Ich habe eine Stunde gebraucht und das war wirklich entspannt für mich.